Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Dass wir Nachschub kriegen und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja, Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein streunender Hund? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unser Steck. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Und? Los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschützbereit! Das sind unsere Soldaten! Geben wir ihnen Feuerschutz! Sie werden, was sie zu tun haben, Kerz. Behalten Sie die Fenster da im Auge! Infanterie auf 12 Uhr! MG-Feuer eröffnen!
feindliches Fahrzeug in Sicht. Reparatur erledigt! Straße. Zerstören wir ihre Verteidigungen. Erwischt!
Wir haben wohl schon einen Tiger gesehen, hä? Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Fertig!
langsam, Kerl. Nicht so dicht an die Mauer. Wie viele Panzer haben die wohl? Ganz ruhig. Wir schaffen das. Sollen sie nur kommen. Pfeffer! Erneut Feuer!
Panzerung hat gehalten! Nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh ja, Gott nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann. Der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Was sieht denn wirklich da aus? Hartmann! Ja? Steigen Sie auf den Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach, doch nochmal, Müller. Nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter. Ich kann wirklich raus auf den Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Das wissen Sie doch gar nicht! Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr! Und auf 12 Uhr! Yes. Bringt uns auf hier! Können wir Hartmann nicht hier lassen! Thank you.
Komm schon! Das wird erledigt! Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann voller Fehler.
Thank you.
Wie haben Sie mich gefunden? Bin einfach dem Feuerwerk gefolgt. Stefan repariert. Ja, ich musste nur ein wenig basteln. Aber das Funkgerät ist hinüber. Großartig. Immer weiter zum Ziel. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Ich denke, das war's. Erledigt. Nichts wie weg hier.
Thank you.
dieser Idiot! Halten Sie sich den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter! Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Ausbau nicht kontrolliert haben, müssen den Rücken halten.
Schuss ist abgeprallt! Weiter auf das Zielfeuer! Dass noch alles funktioniert. Das hier ist noch nicht vorbei. Die werden sicher nochmal angreifen. Alle Mann auf ihre Positionen. Alles fertig. Artillerie! Die haben uns markiert. Die Deckung, schnell! Wir können sie nicht aufhalten. Rückzug! Runter von der Wolke! Thank you.
haben uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Herrgott doch mal. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kurt! Kurt! Alles nicht so! Just give up, Dad!